Und warum er das getan hat, das habe ich Robert Habeck kurz vor der Sendung gefragt. Guten Abend, Herr Habeck. Frau Miosga, guten Abend. Wenn ich Ihnen vor einem Jahr gesagt hätte, dass Ihre Partei erwägt, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen und dass die Grünen den Anbietern von erneuerbaren Energien die Gewinne kappen wollen, dann hätten Sie mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Wenn Sie mir vor einem Jahr gesagt hätten, Putin greift die Ukraine an, wir werden mehrere 10.000 Tote haben und einen Zustand wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr in Europa, hätte ich auch gesagt, sehr unwahrscheinlich. Jetzt wollen Sie, dass zumindest zwei Atomkraftwerke als Notreserve vorgehalten werden. Und mich interessiert, warum eigentlich nur Notreserve? Die Übertragungsnetzbetreiber haben heute Abend deutlich gesagt, die Situation ist so kritisch, dass eine Nutzung aller Möglichkeiten der Stromerzeugung dringend empfohlen wird. Das haben Sie so nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass aus Ihrer Sicht die Atomkraftwerke einen Beitrag leisten. Und wenn man genauer reinschaut, dann wird der Beitrag differenzierter. Und das muss man sich, glaube ich, auch dann zumuten, dass man dort reinschaut. Der Beitrag von Emsland, dem norddeutschen Kraftwerk, zur Netzstabilität, auch das wurde bestätigt von den Übertragungsnetzbetreibern, ist deutlich geringer als bei den süddeutschen Kraftwerken. Und was die Übertragungsnetzbetreiber natürlich auch nicht machen müssen, ist die Abwägungsentscheidung, die Politik aber machen muss. Atomkraftwerke sind anders als Kohlekraftwerke oder Windkraftanlagen eine Hochrisikotechnologie. Die Anlagen, das Atomgesetz hat gesagt, dass wir Ende des Jahres den Leistungsbetrieb beenden. Bestimmte Sicherheitsprüfungen wurden deswegen länger nicht durchgeführt. Und deswegen muss man immer in der Abwägung ein Risiko gegen ein anderes halten. Das ist nicht die Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber. Die sollen natürlich nur dafür sorgen, dass das Netz stabil ist, aber meine Aufgabe sehr wohl. Und deswegen schlage ich vor, das, was nötig ist, um die Sicherheit immer zu gewährleisten, aber das, was nicht notwendig ist, aber das Risiko an anderer Stelle erhöhen könnte, das tun wir nicht. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher? Sie wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt. Sie wissen nicht, ob Frankreich Energie liefert. Sie wissen nicht, wie die Pegelstände des Rheins nächstes Jahr sein werden. Warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher und lassen die Atomkraftwerke einfach im Streckbetrieb laufen? Wir gehen auf Nummer sicher, denn die Szenarien, die Sie genannt haben, sind ja potenzielle Szenarien, die eintreten können. Deswegen müssen wir dafür Vorsorge treffen. Das tun wir, indem wir die Atomkraftwerke, die beiden süddeutschen, in eine Einsatzreserve überführen. Und wenn sie nicht eintreffen, diese Szenarien, dann beenden wir die Laufzeit der Atomkraftwerke in Deutschland, wie es das Gesetz will und wie es dann ja auch der breite Konsens der Gesellschaft vor einigen Jahren beschlossen hat. Und wir tun es so zielgenau, dass wir exakt die Kapazitäten nutzen, die bei dem Problem, das der Stresstest aufgezeigt hat, nämlich unter Ausfall der europäischen Atomkraftwerke haben wir im süddeutschen Raum ein Netzstabilitätsproblem. Das kann behoben werden mit diesen beiden Kraftwerken oder reduziert werden. Behoben werden kann es gar nicht, ehrlicherweise, weil es so groß ist. Aber sie leisten ihren Beitrag dazu. Und deswegen halten wir sie vor. Sie sagen Konsens in der Gesellschaft, aber Konsens in Ihrer eigenen Koalition scheint es nicht zu geben. Ihr Ministerkollege von der FDP, Christian Lindner, sagt morgen zu lesen in der Süddeutschen Zeitung, die Kernkraftwerke in Deutschland sollten mindestens bis 2024 weiterlaufen. Ja, es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Jahr 2022/23 und 2023/24. Wir haben im nächsten Winter deutlich mehr Gaskapazitäten jenseits von Russland geschaffen. Im Moment ist es knapp, aber wir werden zum Jahreswechsel ungefähr ein Fünftel der Nord Stream 1 Pipeline über die norddeutschen Küsten angeschlossen haben. Im nächsten Jahr schon deutlich größere Kapazitäten. Also dieses Risiko ist dann deutlich kleiner geworden. Und wir haben die Kohlekraftwerke aus der Reserve rausgenommen, gerade in einer Phase, als der Rhein so niedrige Pegelstände hatte und ja bis heute hat. Das heißt, die waren darauf nicht wirklich vorbereitet, die hatten nicht die Kohlemengen da und können sie jetzt nicht richtig anschaffen. Irgendwann wird es schon wieder regnen. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass es von November bis April nicht regnet. Und dann sind die Kraftwerkskapazitäten ebenfalls da. Aber Herr Habeck, das ist ja Herrn Lindner auch alles klar. Das Netz noch einmal, ich will darauf hinaus, und es scheint ja nicht so klar zu sein, weil immer der Winter 22, 23 und 23, 24 in
eins gesetzt wird. Das sind aber völlig unterschiedliche Szenarien. Und nur wenn man das ignoriert, vergleicht man die beiden oder setzt man die beiden Winter in eins. Und das ist aber falsch. Wir werden eine andere energiepolitische Situation haben im nächsten Jahr. Mhm. Können Sie dann den Leuten an diesem Tag versprechen, dass es im kommenden Winter keinen Blackout geben wird in Deutschland? Die deutsche Energieversorgung ist sicher. Wir haben ausreichend Energie und unser Netz ist auch sicher. Deutschland ist eingebunden in ein europäisches Netz und vor allem der Ausfall der französischen Atomkraftwerke, der dramatische Ausfall, der sorgt für einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Der Stresstest hat ergeben, dass selbst das Weiterlaufenlassen von 3 Atomkraftwerken, wobei Emsland, das nordschwedische Atomkraftwerk, nur einen geringen Unterschied macht, deswegen nehmen wir es ja auch nicht mit in die Einsatzreserve, dieses Szenario nicht beheben kann. Das heißt, wir brauchen ein Set von Maßnahmen, ein Bündel von Maßnahmen, um diese Situation zu verhindern, sollte sie denn eintreten. Die ergreifen wir. Deswegen werden wir alles dafür tun, dass es dieses Szenario nicht gibt. Aber die Situation im europäischen Ausland ist natürlich so dramatisch, dass man nicht genau weiß, wenn die Franzosen ihr Atomproblem nicht in den Griff bekommen, was dann mit den Nachbarstaaten passiert. Und wenn ich das einmal sagen darf, Sie sehen, was das Hauptproblem ist, das ist die Unzuverlässigkeit der Atomkraft in Frankreich. Die ist klimaanfällig, die Rhone ist warm und die Pegelstände sind zu niedrig und sie ist fehleranfällig. Atomkraft als Lösung darzustellen, ist fachlich und sachlich einfach falsch. Wir haben diesen Schlamassel, weil die französischen Nachbarn zu lange und zu fest auf Atomkraft gesetzt haben. Sagt der Bundeswirtschaftsminister. Danke, Herr Habeck, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.